Hallo, willkommen zur Tea Time, Happy Tea Time, zweite Ausgabe. So schön, dass wir das Ja. einfach spontan weiterziehen, ne? Guten Morgen, liebe Solveig. Morgen, liebe Sonja. Ja, wir sind auch heute wieder, wir haben kein Skript. Wir haben nichts wirklich abgesprochen, was wir alles heute besprechen werden. Das übergeordnete Gefühl jedoch, Gefühl, na voilà, das übergeordnete Thema, da kommt schon, ist das sinnvolle Umgehen mit unseren Gefühlen. Was ist das überhaupt? Und was kann ein weiser oder energieeffizienter Umgang mit diesen Gefühlen sein? Das war ja so ein Thema, auf das wir das letzte Mal im Gespräch gekommen sind. Dass wir zwar die Wahl immer haben, uns für das Schöne und das Leichte zu entscheiden, und dass es aber nicht darum geht, das, was sich eng anfühlt oder anstrengend, das wegzudrücken. Ja, das ist ja so ein großes Missverständnis, was oft entsteht und aus meiner Sicht das größte Missverständnis, auch wenn wir beschäftigen uns ja viel mit bewusstes Manifestieren, das Gesetz der Anziehung, wie Energie fließt und so weiter. Und manchmal wird es kommt ja dieses Missverständnis, dass die Verwechslung mit dem positiven Denken, und wir haben das Thema ein bisschen angeschnitten letztes Mal, dass es nicht darum geht, etwas anderes dann zu denken und zu sprechen als das, was ich fühle, sondern es geht um dieses Kohärente und wirklich ehrlich zu sich selbst zu sein und die Gefühle ernst zu nehmen, anzunehmen, weil Gefühle sind nichts anderes als Wegweiser. Die zeigen mir, in welcher Schwingung ich mich gerade befinde, und es sind sehr, sehr wichtig. Also es geht wirklich nicht natürlich auch ums Denken und dass alles dann so im Plus kommt. Aber es geht um wirklich zu fühlen. Das ist das Fundamentale und das Wichtigste. Und da Wenn du geht es sagst, ja. nicht darum, eben einfach irgendwie, oh, ich fühle mich gut, ich fühle mich gut, und innerlich fühle ich mich gar nicht gut. Ja. Da kommt mir die Analogie wieder in den Sinn von dem Staubsaugerstecker oder vom Wi-Fi, das du das letzte Mal gesagt hast. Das wäre ja dann, wie man sagen würde, hey, ich bin eingesteckt, alles in Ordnung und eigentlich ist es nicht so, weil der Wegweiser sagt, hey, Moment, mein Schatz, mach mal zuerst den Stecker rein und dann schau weiter, ne? Dass man nicht ein Theater spielt, was nicht der Realität entspricht. Und das sagen ja auch Gehirnforscher. Der Gerald Hüther hat auch immer darauf hingewiesen, die Gedanken und die Gefühle, die kohärent zu haben und idealerweise auch, dann auch entsprechend zu handeln. Das ist einfach das energieeffizienteste für alle Schichten von unserem Sein, also auch für den Verstand. Das ist, also spürt ja sonst auch andere Signale. Das irgendwo heißt, oh, Panik, und man sagt, nein, alles gut. Nichtsdestotrotz kann man ja mit den Gedanken dann auch gezielt ein Gefühl verändern. Aber um das geht es heute genau, dass dieses Missverständnis, dass wir das durchschauen und dann einfach wieder zu einem natürlichen Vorgehen zurückgehen. Ja, vor allem zu wissen, was Gefühle sind. Also das, was du sagst, auch mit dem Staubsauger, es ist ja so, wie so viele sagen, das ist einfach ein Happy-Sticker über das Akku oder so, das Akku runtergeht. Ja? Und ganz viele Menschen versuchen wirklich oder bemeistern ihr Leben mit ganz wenig Akku, ja? Und versuchen dann trotzdem irgendwie positiv zu bleiben. Dabei, ein Gefühl ist nichts anderes als ein Zeichen. Das ist die Sprache deiner Seele oder deine innere Führung sozusagen. Und das heißt, wenn du dich nicht gut fühlst, dann ist es, Liebes, hier geht es nicht lang. Ja? Hier irgendetwas, ja, was du denkst oder tust, ist nicht im Einklang mit dem größeren Teil von dir. Und das haben wir ja letztes Mal besprochen, eben, dass wir mehr sind als dieser physische Körper. Und wir können uns führen lassen von dem großen Bild oder eben nicht. Ja? Und wenn wir angebunden sind, haben wir voll Energie, wir fühlen uns gut. Und das heißt, wenn ich mich nicht gut fühle, ist es nichts anderes, als dass ich im Moment einfach nicht im Einklang bin mit meiner eigenen Higher Self-Seele, was man auch nennen möchte. Und dass es eine Führung ist. Und was ich auch erlebe, sehr viel in der spirituellen Szene, dass
auch so wirklich ein fundamentales Missverständnis, dass wir denken, ja, wenn ich doch spirituell genug wäre, dann würde ich ja gar nicht mehr wütend werden oder ich würde mich gar nicht schlecht fühlen. Mhm. Und eben dabei ist es ist nur eine Momentaufnahme und es ist ein Wegweiser. Und es ist, ich erlebe das so und auch auf dem Coaching, wenn du sagst, so, ja, aber komme ich in dieser Situation und fühle ich da schlecht und sollte ich da nicht weiter sein, ja, dass ich da, dass ich eben schaffe, etwas zu denken und zu tun, was mir gar nicht entspricht, was gar nicht meins ist und mich trotzdem gut zu fühlen. Mhm. Ich sage, nein, so sollte es gar nicht sein, ja, ja. Es ist gut so und es, ich mag dieses Bild auch ganz, ganz gut mit, wir alle wissen, wir haben ja auch im Körper hier ein System, was uns zeigt, zum Beispiel, wenn ich meine Hand auf eine heiße Herdplatte lege. Ja, das ist nicht so schön, das tut weh. Ja? Und das heißt, ich soll meine Hand davon wegnehmen. Und als Vergleich ist es dieses, wenn ich mich da schlecht fühle, ich komme in eine Situation, ich tue etwas, was mir nicht gut tut, ich fühle mich nicht gut dabei. Das ist wie die Hand auf der heißen Herdplatte zu halten. Ich denke so, wenn ich spiritueller wäre und wenn ich weiter wäre, dann würde ich das ja gar nicht mehr. Ja? Und dabei sage ich, nee, es soll wehtun. Es ist halt, ja. Ja. Und das ist gut so, dass du, und auch als Hochsensibler, das ist toll, das ist ein Geschenk, dass du ein deine innere Führung, eben, dass du das wahrnimmst. Mhm. Genau. Also es ist wirklich ein Alarmsystem, also wie du sagst, ein Wegweiser, ein Kompass. Da muss man nicht irgendwelche Channelings machen und natürlich kann man, wenn das die größte Freude ist, und Planeten lesen, aber grundsätzlich für mich selber reicht es zu beobachten, wie fühle ich mich jetzt gerade und das in aller Ehrlichkeit, um zu wissen, eben wie weit bin ich von meinem, wenn das so mein wahres Sein ist, was du gesagt, dieser Teil, den man nicht sieht und ich bin da diese kleine Figur, je weiter ich weg bin, desto schlechter fühlt es sich an. Und dann geht es wieder zurück, stecke rein, überlegen, was habe ich gerade gedacht, getan, entschieden, nicht entschieden, was mich da rauskatapultiert hat. Und von hier zu überlegen, ja, was ist ein weiser Umgang und was kann ich jetzt machen, dass mein Leben weniger stressig ist, das ist also einerseits anstrengend, andererseits hast du einfach keinen Zugang zu einer riesen Datenbank, ne? Bist du einfach mit dir und deinen Gefühlen. Und was ich spannend finde, wir identifizieren uns dann oft auch mit diesen Gefühlen. So, das hört man immer wieder, die Beobachterposition einnehmen, hilft eben auch in diesem Fall zu sagen, ah, ich kann ja meine Gefühle beobachten. Und wenn ich das mache, dann bin ich ja nicht die Gefühle. Okay, es fühlt sich übel an. Ja, wo genau ist es? Eher hier ist es. Der Magen, der rumort, habe ich einen Kloß im Hals, explodiert der Kopf. Wenn ich das beobachten kann, dann merke ich ja schon, es ist ein Teil von mir. Und mit dem Wissen, dass es ein Wegweiser ist, finde ich, hat man schon ein bisschen mehr so die Vereinbarung mit den Gefühlen als Team zu wirken und sie nicht uns überrollen zu lassen. Ja, ja, das ist so, so wichtig. Eben, es ist ein Wegweiser. Es ist nicht das, was du bist. Und du bist auch nicht falsch, wenn du dich schlecht fühlst. Und es ist einfach genau wie... Die heiße Herdplatte ist nicht falsch, du bist halt gerade darauf gekommen, das heißt nur, da geht es nicht lang. Ja. Und das ist es ja, was so oft gesagt wird und da stehe ich voll dahinter, folge deine Freude, folge deine Begeisterung. Ja. Und eben, weil das einfach ein Zeichen ist, dass, da bist du angebunden. Und ja. Da hatten wir es jetzt mal eben, du bist, und das ist so viel effizienter und nicht nur effizienter, es macht einfach so viel mehr Spaß. Mhm. Aber das heißt, es funktioniert leider nicht einfach so zu tun, sondern ich darf auch wirklich fühlen und einfach davon dort, wo ich bin, was kann ich jetzt tun, damit es mir ein bisschen besser geht. Genau. Damit ich eben diese Entfernung, die du da gerade so beschrieben hast, dass dieser kleiner wird. Und je näher ich bin, an meinem wahren Sein, je besser fühle ich mich. Ja, das kommt ja dann auch automatisch eine Spirale in Gang. Ne? Das ist ja dann nicht, dass man dann noch 15 Schritte durchführen muss. Oft erübrigt sich auch so einiges, wenn man hier ist, weil man Frieden schließen kann mit etwas, was man vorher noch stark bewertet hat oder sich überfordert fühlt. Und hier merkt man, nein, gar nicht so schlimm. Oder ich verstehe sogar das Geschenk dahinter. Das passiert bei mir wirklich nur, wenn ich das Gefühl habe, ah, ich bin einigermaßen wieder ausgerichtet. Was ich noch spannend finde, wenn man so sagt, den Weg der Freude zu gehen,
am Anfang habe ich mir dann auch überlegt, ja, aber weicht man da nicht auch Sachen aus, Hindernissen, die man eben nehmen soll und will? Oder wenn man zur Komfortzone rausgeht, da passiert ja Wachstum, aber immer, immer, immer ist da schon auch so ein Schmerz oder ein, so ein wow, will ich das wirklich? Oder die Angst kommt. Also den Weg der Freude zu nehmen, heißt nicht einfach so immer die Tralala-Freude, sondern so die innere Freude. Und das kann auch heißen, dass der eine oder andere Entscheid oder die eine oder andere Handlung ansteht, die zuerst vielleicht schmerzhaft sind, vielleicht eine Trennung oder eine Verarbeitung eines Themas, das man ganz lange weggesperrt hat oder eine Kündigung. Also es ist so eine tiefe Freude, der man folgt. Es ist nicht die oberflächliche Ablenkungs-Tralala, Judihui, Happy-Sticker-Freude. Ne? Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und da ist es schwierig, nee, das ist nicht schwierig zu unterscheiden, sondern es ist das, was du, wir haben ja auch, das, was du ansprichst, sind widersprüchliche Energien. Mhm. Dass wir Glaubenssätze haben, das heißt, dass wir uns in einer so eine Wohlfühlen, ja, und wir fühlen uns auch, wir haben uns eine Schwingung angewohnt. Wir dürfen ja komische Sachen sagen. Ja, absolut. Sonst wäre es nicht wir, ne? Unser Erkennungsmerkmal Nummer eins. Weil ich, dass wir, jetzt habe ich meinen Faden total verloren. Dass wir uns eine Schwingung haben. Eine Schwingung, genau. Das ist ja, und das ist ja biochemisch auch im Körper und auch das Gesetz der Anziehung unterstützt, dass wir denken ja zu 90% die gleichen Gedanken fast, die meisten von uns jeden Tag, umgeben uns mit den gleichen Menschen, tun die gleichen Dinge. Also wir haben so eine Grundschwingung und da haben wir uns dran gewohnt, in dieser Schwingung zu sein. Und wenn wir das verändern wollen, dann braucht es Fokus. Das heißt nicht, dass es schwer oder harte Arbeit, aber es bedarf Fokus, das verändern. Und wenn wir das eben verändern, stoßen wir an dieser Glaubenssätze, die uns eben in diese andere Schwingung gehalten haben. Und das ist ja dieses so, ich steige, also ich wachse über mich hinaus, ich steige aus meiner Komfortzone heraus. Genau. Und für mich ist der Wegweiser, dass das, was sich leicht anfühlt, also nach mehr Freiheit. Weil manchmal haben wir Angst vor einem Schritt, was eigentlich die höchste Freude ist, sozusagen. Mhm. Und da ist, und das Richtige ist halt da, wo das Herz so ein bisschen hüpft, also so Freude, aber es kann natürlich gleichzeitig auch so, ja, weil ich aus meiner Komfortzone herausgehe, indem dass ich einen Schritt nehme. Also insofern nicht nur immer das, was sich so gemütlich anfühlt, sondern das, was. Und deswegen Begeisterung, sage ich so gerne, weil da ist irgendwie, und dann ist es genau richtig. Und also, dass wir das fühlen können im Schwingungsfeld, dass es halt, es wird weiter, es fühlt sich nach mehr Freiheit an. Mhm. Und das ist es für mich, die Entscheidung, die meine Seele, mein Herz gehen will, fühlt sich immer freier an. Das eine ist ein bisschen mehr einengend, es kann sich komfortabel anfühlen und das andere ist ein bisschen mehr. Und das können wir, wenn wir, also alle können das spüren, wir haben oft verlernt, richtig drauf zu hören, aber wenn wir reinspüren und je mehr wir üben, je klarer wird es, dass wir fühlen, okay, dehnt es sich aus oder zieht es sich eher zusammen? Und so können wir unsere innere Wahrheit wirklich finden. Und das ist wirklich ein Hauptbestandteil unserer Arbeit auch. Das habe ich auch von dir so verstanden. Das ist so, dass dieses erkennen können, wann dehnt es sich aus und wann wird es eng. Das gibt ja Menschen, die sehen das eher mit Licht und Dunkel oder mit weit und eng oder mit schönen Bildern und engen Bildern. Das ist so wie der Einstieg, weil wir ja große Fans sind von Eigenverantwortung, ne? Dass man wirklich sich bewusst ist, ich weiß die Antwort und eigentlich weiß ich nur ich diese Antwort. Und wir als Coaches dürfen einfach unterstützen, diese Instrumente wieder sich, dass wir uns wieder daran erinnern, dass das es ist so wichtig für alles, was wir da im Alltag zusammen brauen und basteln und entscheiden und durchfühlen und durchleben und durchfreuen und feiern. Ja, sehr schön gesagt. Ich finde es auch so spannend, das war mir jahrelang nicht bewusst, diese Gefühle waren für mich so auch, die hatten so eine gewisse, so einen Wahrheitsgehalt, also
hey, wenn das und das passiert, dann muss man ja wütend werden. Ist ja logisch, weil das ist ja so unfair und so ungerecht. Oder davor muss man ja Angst haben. Und als ich mich dann mehr damit beschäftigt habe und das auch immer wieder gelesen habe, die Gefühle sind ja auch eine Reaktion auf die Gedanken, die ich habe. Also natürlich haben wir die Gefühle bei uns gespeichert und wir haben nicht immer eine Karte, welche Gefühle sind da gespeichert. Das ist ja im Unterbewusstsein, 95% der Informationen haben wir keinen Zugriff. Aber die gleiche Situation, wenn ich eine Situation sehe, wird dein Hirn sofort anfangen abzugleichen, aha, nach, wonach sieht das aus, was ist da alles passiert, was habe ich für Erfahrungen in diesem Bereich schon gemacht? Und dann kann es sein, dass bei dir das Alarmsignal losgeht und bei mir die größte Freude. Keine Ahnung, eine große Welle. Wenn du so ein Surfer-Typ bist, sagst du, yeah, let's go, und ich, oh scheiße, Kinder alle weg, gefährlich. Einfach, dass wir das uns auch bewusst machen, das ist auch eine Interpretation von dem, was wir beobachten. Es ist an sich keine Objektivität. Es hat mit mir und meinem gespeicherten Garten an Gefühlen zu tun. Und deshalb auch diese Wegweise-Chance, dass wir da wirklich möglichst viel auflösen können. Nicht, weil das unser größtes Ziel ist, aber weil es einfach dann einfacher ist, die Schwingung hochzuhalten, wenn man den einen oder anderen Misthaufen einfach mal so in Schwingung gebracht hat, dass er weiterfließen konnte. Ja. Ja, das ist sehr, sehr schön. Und darum geht es sehr, sehr, sehr viel, auch bei meinen Klienten jetzt zu lernen, einfach dieses eigene Schwingungsfeld von der Realität sozusagen zu unterscheiden, zu trennen. Ja. Ja, weil die Realität einfach eine Momentaufnahme ist. Mhm. Ja. Und auch eben nicht, es ist nicht fix und fest. Ja. Und dass ich lerne eben dann andere Gefühle. Und wenn ich was anderes, das ist ja das, was ich aussende, das, was ich fühle, ist ja das, was ich aussende. Mhm. Und wenn ich jetzt anders fühle, dann verändert sich auch die Realität um mich herum. Ja. Genau. Und es ist einfach nur ein Wegweiser. Das ist so wichtig, dass wir nicht, wenn alles da sein darf, also alle Gefühle da sein dürfen und wir das einfach so nehmen als ein Wegweiser, oh, da werde ich wütend, interessant, was habe ich jetzt gerade gedacht, was habe ich gerade getan, was gar nicht im Einklang mit meinem wahres Wesen ist. Ja. Und dann, und das wollten wir heute auch gerne so mitgeben, so ein bisschen, was kann ich tun? Und es geht darum, eben die Gefühle von der Geschichte zu trennen, das hast du so schön eingeleitet jetzt, ja? Dass es, wir denken oft so, ich bin wütend, weil er hat das gemacht oder die oder das war, oder ich bin halt traurig, weil das war. Und zu verstehen, es ist einfach nur ein Gefühl, es ist einfach nur ein Wegweiser. Und wenn wir die Geschichte loslassen, weil das ist das, was das Gefühl bei uns hält, zum Beispiel, da kommt Wut hoch. Oder ich fühle so eine Traurigkeit da. Wenn ich die Geschichte loslasse und einfach mir nur erlaube, das zu fühlen, dann kommt die Traurigkeit und ich lasse es zu, ich merke es, und dann, das kennen wir alle, dann geht es relativ einfach durch mich durch. Mhm. Was das Gefühl da hält, ist, dass ich an die Geschichte festhalte. Ja. Zum Beispiel, er hat mich wütend gemacht und dann erzähle ich auch noch meine Freunde davon und wir können gemeinsam, oh, was denn? Das kennen wir alle. Und dann verstärken wir dieses Gefühl, es wird größer und größer. Und je länger das Gefühl bei mir ist, je mehr strahle ich das aus. Und wenn wir das Gesetz der Anziehung verstehen, zieht das einfach noch mehr. Und wir werden das noch mehr erleben und es wird größer und größer. Und dann fühlt es sich an, als haben die Gefühle irgendwie kontrollieren uns. Genau. Ja. Genau. Und im Hirn, ich komme halt immer wieder aufs Hirn, weil ich das so spannend finde, wie das eben zusammenpasst. Im Gehirn ist ja so, der älteste Teil, das wisst ihr ja alle, das nennt man Reptilienhirn. Und dieses Gehirn, wenn die Gefühle eine gewisse Größe haben, dann reagiert dieses Reptilienhirn und der Rest nicht mehr. Weil das einfach von der Natur aus so vorgesehen ist, wenn zum Beispiel eine Gefahr droht, wenn man in die Angst kommt, dann ist nicht mehr wichtig, was man für philosophische Gedanken hat und was man da alles machen könnte, sondern geht es darum zu kämpfen, zu erstarren oder zu flüchten.
Und deshalb ist dann körperlich, also alle Prozesse darauf ausgerichtet, dass ich wegrennen kann, mich totstelle oder angreife. Und das heißt aber auch, dass der präfrontale Kortex, diesen Teil, den haben ja die Tiere nicht, dass wir den Zugang zu dem verlieren. Es gibt wirklich eine Sperre im Hirn. Sagt, diesen Teil brauche ich nicht. Ich brauche jetzt keine Berechnungen anzustellen, keine philosophischen Abhandlungen, keine Kreativität. Ich lasse jetzt das Reptilienhirn einfach da losgaloppieren. Und was ich gemerkt habe, und das hat man auch in der Wissenschaft festgestellt, sobald ich nur schon anfange, das Gefühl als solches zu erkennen und vielleicht auch wie mit ihm zu sprechen. Also wo steckst du im Körper? Welche Farbe hast du, wenn du eine Farbe hättest? Welche Größe? Was man da macht, ist, man löst diese Schranke auf, weil man sagt, hey, ich will jetzt Worte suchen für das, was abgeht. Und Worte sucht man dann mit Hilfe des präfrontalen Kortex. Und somit ist die Sperre weg, weil man diesen Gehirnteil wieder angezapft hat. Und dann kann man einfach wieder einen weiseren Umgang mit der ganzen Situation pflegen. Also es hilft nur schon zu sagen, oh, ich bin so etwas von wütend, ich könnte explodieren. Versus, du Schwein, du hast schon wieder mich betrogen oder sowas. Einfach sagen, ah, okay, ah, ich erkenne, ich bin extremst wütend und ich könnte jetzt da wirklich am liebsten einfach aus der Haut fahren. Das hilft auch schon wieder, das dann zu machen, was du sagst, die Geschichte zu lösen und mit dem Gefühl selber einfach zu sein. Und das sieht man ja auch bei den Kindern irgendwie, wie sie das eigentlich dann sehr schnell hinter sich bringen. Da kann ja eine Wut hochkommen und das ist dann vielleicht auch laut und es passieren Bewegungen, vielleicht schmeißen sie auch etwas, aber dann ist es durch. Und wenn man den Kindern sagt, hey, jetzt sei mal nicht so wütend und du bist so laut und so quasi, das gehört sich nicht, sei ein liebes Kind, dann lernen wir halt schon von klein auf, diese Gefühle vielleicht einfach wirklich wegzudrücken, obwohl wir das jetzt alles sagen, nein, nicht wegdrücken, aber ich glaube, 90% von den Menschen in unserer Kultur haben das so gelernt, dass die Gefühle, das Gefühl zu kontrollieren und das Mittel, das wir hatten, war wegdrücken. So wie ein Luftball, wie man hat für die Wasserspiele, drückt man es weg, weil sonst ist man ja kein liebes Kind, dann bekommt man nicht die Zuwendung der Eltern oder wird weggesperrt oder muss rausgehen. Dann drückt man den weg und irgendwann kommt eine Situation, wo wir den nicht mehr im Griff haben, macht und er fliegt hoch. Ne? Ja. Du sprichst so ein wichtiges Thema an da gerade, was eigentlich für eine ganz neue, was heute den Rahmen sprengt, aber gerade das Thema Wut. Mhm. Und gerade bei uns Frauen, also das ist so ein großes Teil im Coaching auch, weil, ja, weil wir von klein auf, also es ist als kleines Mädchen, du solltest halt nicht wütend sein. Ja? Wir haben das ganz, ganz viele von uns haben das von klein auf bekommen, ja. Gemerkt, einfach negativer. Und bei Jungs ist es andersrum. Das heißt, da ist Tränen eher nicht, die werden dann eher wütend, obwohl sie eigentlich traurig sind. Richtig. Und wir, also viele Frauen, und da war ich auch dabei, ich bin dann eher in die Tränen gegangen und arme mich und was er gemacht hat und so, obwohl ich eigentlich war ich wütend. Mhm. Und sehr, sehr, sehr interessant ist dabei, wenn wir dann schauen, diese Skala mit den Schwingungen, ja, Wut ist eine höhere Schwingung als dieser Opferrolle, Traurigkeit, die wir dann gerne reingehen als Frau. Richtig. Und was oft passiert, ist eben, dass wir in dieser, obwohl eigentlich da Wut ist, wir sind dann traurig und fühlen uns und dann kommt dieses so, boah, aber hier, das will uns ja keiner haben, ne, wenn du wütend bist. Ja. Die haben dich lieber, wenn du traurig bist, auch deine Freundin meistens. Ja, stimmt. Ja. Und das heißt, wir fangen an, unsere Schwingung so ein bisschen zu erhöhen und werden dann vielleicht so, nee, das darf nicht, und gehen dann einfach zurück in die Traurigkeit und in die Opferrolle und kommen dann einfach nicht mehr da raus. Und Wut ist, also wenn wir einfach, lass die Geschichte los und spür einfach, das ist etwas, was dich aus dieser Depression oder wirklich dieser Traurigkeit bewegt, ja, das ist eine Kraft, was bewegt, was verändert. Und wenn wir nicht in der Wut hängen bleiben, dann ist das ein Schritt nach oben sozusagen, ja, weil das ist ja erstmal so, bin ich immer so. Das ist Bewegung und das ist Kraft und das ist Lebenskraft. Und wenn wir das eben unterdrücken, dann unterdrücken wir ganz viel Vitalität und Kraft. Ja. Das ist so ein spannendes Thema. Ja.
Dass man wirklich. Und das heißt ja nicht, dass wir das ausagieren sollen, sondern einfach das Erlauben zu fühlen, dieser Kraft zu erlauben. Einfach wenn die und ihn nicht da hängen bleiben, sondern das zu fühlen und einfach, oh, ich habe so viel Kraft. Ja. Ja. Man wird wieder handlungsfähig. Und den Punkt, den du gesagt hast, aber nicht einfach dann raus, verantwortungslos in die Welt raushauen oder auf dem Gegenüber irgendwie auslassen, sondern eben schon einen Umgang lernen, der dann wirklich mir dient, weil ich die Gefühle wirklich ansehe und den, eine Art und Weise, die trotzdem meine Umwelt auch schützt vor etwas, was zu mir gehört, was ich erschaffen habe, was ich auflösen kann und niemand anders. Ne? Dass man das nicht... und das finde ich dann eben schon, den Anspruch habe ich dann schon, wenn man sich mit Bewusstsein befasst oder Bewusstseinsentwicklung oder Spiritualität, den Anspruch habe ich schon, dass man lernt, weise und reif mit den Gefühlen umzugehen. Dass man erkennt, dass man es nicht nach draußen projiziert, dass man erkennt, wie geht es mir am einfachsten, diesem Gefühl so viel Raum zu geben, wie es braucht, um weiter zu fließen. Emotion, Energie in Fluss, wie du gesagt hast, das ist ja blockiert durch die Geschichte, die wir uns immer wieder darüber erzählen. Und wenn wir uns anschauen, also Energy follows attention schon wieder, man gibt man Energie für diesen komprimierten Brocken, der da blockiert ist, gibt Energie rein und wie in der Chemie und überall, wenn man Energie reingibt, kann etwas passieren, das vorher einfach nicht passieren konnte. Und deshalb ist es ja so schön, wenn man dem Gefühl einfach Raum lässt. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ist auch individuell ein bisschen unterschiedlich. Aber im Vergleich zu diesem Happy Sticker draufkleben, den man manchmal sieht, ich bin so weit und ich bin so entwickelt und ich bin so erleuchtet, dass ich Wut nicht mehr kenne, das nicht. Und trotzdem, ich glaube, die Fenster, wie man mit diesen Angstgefühlen, Wutgefühlen, mit diesen großen Gefühlen umgeht, werden schon vielleicht kleiner und der Umgang damit gesünder, als wenn man sich gar nicht damit beschäftigt. Das finde ich schon, oder würdest du es so nicht sagen? Ich würde sagen, dass das damit zu tun hat, also mit deinem Bewusstsein, indem dass wir, wenn du verstehst, was Gefühle sind und das als Wegweiser sind und das, was wir auch am Anfang angesprochen haben, es geht darum, wenn wir verstehen, dass die Gefühle nicht mit der Geschichte was zu tun haben. Mhm. Weil ausagieren tue ich nur, solange ich denke, der andere ist eben daran schuld, was ich jetzt gerade fühle. Mhm. Und sobald ich das verstanden habe, was die Gefühle sind, dann ist das Bedürfnis nicht mehr. Wenn das Bewusstsein da ist, was es mir sagen will, dann werde ich weder meine eigenen Gefühle noch den anderen verurteilen. Ja, schön. Und dann kann ich einfach das, kann ich es fühlen für das, was es ist. Und es bedeutet nicht, dass ich keine Gefühle mehr habe. Und es bedeutet nicht, dass ich in der Lage sein sollte, meine Hand auf der heißen Herdplatte zu halten, richtig, und nicht zu spüren. Sondern es bedeutet, also heute ist es eine Dankbarkeit da auch, wenn ich fühle, wenn ich, oh, da fühle ich mich irgendwie komisch oder da ist was. Und da schaue ich rein, was habe ich jetzt gerade gedacht? Was war da gerade? Und dann ist es ein Weg einfach zum, okay, das ist das, was ich nicht will, was will ich eigentlich? Und einfach wieder, um mich auszurichten, um immer mehr im Einklang mit meinem wahren Wesen zu leben. Schön. Ich habe auch das Bild mag ich gern, auch bei der Angst oder so, dass man sich auch, die Mütter kennen das, wenn man zum Beispiel am Telefon ist und da ist das Kind, das will irgendwas und sagt, Mami, Mami, sagt er, weiß nicht, keine Zeit, Mami, Mami, und man sagt ihm, ja, in 10 Minuten oder ein andermal oder am liebsten gar nicht, jetzt ach, kann ich nicht, ne? Das hört ja nicht auf und manchmal reicht es einfach, sich runter zu in die Hocke zu gehen, Kind in die Augen zu schauen und kurz einfach es anzuschauen, den Kontakt zu machen, zu sagen, okay, ich höre, du brauchst etwas von mir, lass uns das nachher gemeinsam anschauen oder so. Und dann geht das Kind. Und bei den Gefühlen empfinde ich das Gleiche, ne? Wenn man Gefühle gar nicht anschaut, wie du sagst, gar nie, also wie du sagst, dass man es nicht machen sollte idealerweise, dann melden die sich viel öfter und nerven uns viel mehr, als wenn man einfach dann in einem richtigen Moment, im richtigen Raum, einfach schnell in die Augen schaut und sagt, ah, okay, ich sehe dich. Und es gibt in meiner Erfahrung schon auch Gefühle, die vielleicht dann ein bisschen mehr Aufmerksamkeit brauchen, weil es vielleicht einfach so lange antrainiert wurden oder weggedrückt wurden in der Kindheit, da kann es durchaus sein, dass irgendwann mal so begleitete Unterstützung helfen kann, um das eine oder andere Gefühl, dass das sehr hartnäckig ist, dass man nicht durchschauen kann, wo man sich nicht von der Geschichte lösen kann,
dass da eine Außensicht auch unterstützen kann. Aber aus meiner Erfahrung ist es nicht so, dass man da alles mit einer riesen Nabelschau analysieren, interpretieren, lösen, machen und so muss. Es gibt es, aber bei ganz vielen Geschichten ist ein gesunder Umgang, wie du ihn beschrieben hast, schon ausreichend, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, und ich finde sowieso der Punkt, den du gesagt hast, eben da sich Hilfe zu holen, ist so, so, so wertvoll. Ja? Und es geht darum, also ich glaube jetzt nicht, dass wenn ein Gefühl vermehrt auftaucht oder ein Gefühl ein Thema ist oder ich mir ein gewisses Gefühl nicht erlauben möchte. Also bei Frauen ist das zum Beispiel Wut. Ja? Das ist so, wenn wir dann merken, ich werde doch gar nicht wütend. Ja? Und dass wir uns dann eher vielleicht in die Tränen gehen. Und dann bedeutet das, dass ein Glaubenssatz, dass irgendetwas, was wir glauben, damit zusammenhängt. Und wenn ich diesen Glaubenssatz aufdecke und anschauen kann und lösen kann, dann ist das auch erledigt. Und die kommen ja dann automatisch sozusagen oder automatisch, wenn wir in diesem Bewusstseinsprozess hoch. Und wenn es immer wieder das Gleiche wird, immer wieder traurig, dann hängt da vielleicht was rein, dann können wir gucken, was hängt da dran und das anschauen und es dann auflösen. Genau. Aber ansonsten ist es, also im Prinzip eben genau, es ist einfach nur ein Wegweiser. Es ist einfach nur und ja. Trotz also diesem Geschenk, es ist deine innere Führung. Ja. Es ist deine innere Führung. Und wenn du dich von deinem wahren Wesen entfernst, dann soll das wehtun. Ja, ja, das ist gut, das ist super, weil wie solltest du sonst wissen? Ja. Und dass wir uns einfach das einfach annehmen, was es ist und erlauben, da dran zu hören. Je besser es sich anfühlt, je besser ist es. In allen Sicht. Sehr schön, da schließt sich wieder der Kreis, ne? Wieder bei der Happy Tea Time, ne? Wieso? Wow, Happy Tea Time. Dann haben wir. Mal schauen, ich wäre ja mega stolz. Wir haben schon wieder lang. Nein, aber 1949, wir haben gesagt 20 Minuten, schauen, wir sind 10 Sekunden zu früh. Oder habe ich da, oder habe ich auf Pause gedrückt? Oh nein, ich habe auf Pause gedrückt. Scheibe! So kann man sich auch etwas schön reden. Also ich habe keine Ahnung, wie lange das ging. Vorgenommen, in 20 Minuten zu schaffen. Ne? Ja, jetzt weiß ich nicht, wie lange das ist. Aber ich finde das eine runde Sache, ein schöner Abschluss. Also dieser eine Punkt, ne, erkennt, wenn ihr mögt, erkennt eure Gefühle als Wegweiser an, schließt damit Frieden. Gebt etwas Aufmerksamkeit, so viel es braucht, in einem Moment, wo ihr euch sicher fühlt, wo ihr aufgehoben seid. Ja. Geht dann möglichst zu eurem wahren Wesen. Und wenn Fragen da sind, einfach Fragen. Ja, weil wir haben echt ein großes Thema aufgegriffen hier. Und das ist, weil da einfach so viele Missverständnisse da hängen. Ja, und können wir nicht alles auf einmal besprechen natürlich. Aber wenn da jetzt gerade irgendwie Fragen aufgetaucht, aber was ist mit dem, meldet euch gerne. Ja. Sehr gerne. Und dann schauen, vielleicht ist so etwas wie die Wut oder so das Thema von der Happy Tea Time Nummer 3. Werden wir mal schauen, was da ansteht. In der Zwischenzeit forscht schön, mit Spaß, mit Neugier. Ja, und bleibt happy. Yes! Yes! Also, bis bald. Macht's gut. Tschüss.